Willkommen zu diesem Video und heute haben wir etwas ganz Besonderes, denn ich stelle euch zwei Deckthemen vor aus dem neuen Set Blazing Vortex, was demnächst erscheint. Und ja, diese zwei Themen sind sogar TCG-exclusive, das heißt, es ist etwas ganz Besonderes und ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich. Also, los geht's! Die erste Frage, die man sich natürlich bei einem neuen Deckthema stellt, ist, wie heißt das Deckthema eigentlich? Und ja, dieses Deckthema heißt Kriegsfels. Bei Kriegsfels handelt es sich um ein Deckthema, welches bisher auf Krieger basiert und alle den Typ Erde haben. Doch was können die Karten eigentlich genau? Wir gucken uns dafür einfach mal die erste Karte an. Hier haben wir auch schon die erste Karte, und zwar Kriegsfels Fortia. Der Effekt dieser Karte ist folgendes. Falls dein Erde-Kriegmonster kämpft, nach der Schadensberechnung, du kannst deine Hand ein Kriegsfelskarte von deinem Deck hinzufügen, außer ihn selber, dann erhalten alle Kriegsfelsmonster, die du derzeit kontrollierst, bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners 200 ATK. Hier kann man auf jeden Fall sagen, dass der Effekt ziemlich gut ist, denn hier können wir einfach searchen und nicht nur irgendwie ein Monster oder so. Nein, wir können einfach eine Karte suchen, was ziemlich stark ist und ziemlich gut. Außerdem hält dieser ATK-Boost nicht nur bis zum Ende eures Zuges, nein, sogar bis zum Ende des gegnerischen Spielzugs, was ziemlich gut ist. Doch, die Karte kann noch mehr. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt eines Gegners von deiner Monsterzone auf den Friedhof gelegt wird, wichtig zu erwähnen ist, dass hier Kampfzerstörung nicht dazu zählt, sondern nur durch einen Karteneffekt. Du kannst ein Kriegsfelsmonster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören. Aus dem Deck ist eigentlich ziemlich gut. Hand natürlich auch, aber Deck ist ziemlich gut. Außerdem ist natürlich jeder Effekt von dieser Karte once per turn. Ich denke, dass man hier einfach schon einen kleinen Einblick bekommt, was das Deckthema so kann, beziehungsweise wie es funktioniert. Aber wir machen direkt weiter mit der zweiten Karte. Ebenfalls handelt es sich bei der nächsten Karte natürlich auch um eine Kriegsfelskarte und sie kann folgendes. Falls ein Erde-Kriegermonster als Normalbeschwörung auf deiner Spielfeldseite beschworen wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Das ist schon mal ein ziemlich guter Effekt, denn so kann man einfach ganz schnell zwei Monster aufs Spielfeld bekommen. Einmal eben das Monster, was ihr normal beschworen hat und dann halt ihn als Spezialbeschwörung. Zusätzlich ist er mit seinen 1900 ein ziemlich starkes Monster und kann ganz schön viel Schaden anrichten. Aber das war's doch nicht, denn die Karte hat noch einen weiteren Effekt. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt deines Gegners von der Monsterzone auf den Friedhof gelegt wird, wichtig, auch hier wieder nicht durch Kampf, durch einen Karteneffekt, du kannst ein Kriegsfeldmonster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören. Auch hier wieder ziemlich gut, dass hier Deck eben geht, aber auch in der Hand, falls ihr eben euer letztes Stück gezogen habt und nicht mehr im Deck habt. Wichtig dabei ist jedoch, dass dieser Effekt ebenfalls once per turn ist. Doch wir haben natürlich noch mehr neue Karten und wir reden hier die ganze Zeit von Stufe 5 oder höher Monster, haben jedoch noch keins gesehen, deswegen kommen wir jetzt zum ersten. Wir sehen hier erstmal ein Monster mit 2100 Angriffspunkten und 2100 Verteidigungspunkten, was schon mal ziemlich gut ist und er hat folgenden Effekt. Falls du kein Monster kontrollierst oder alle Monster, die du kontrollierst, Kriegermonster sind, kannst du diese Karte als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten. Also das heißt einfach, selbst wenn ihr keine Monster habt, ist diese Karte eben in der Hand nicht tot, denn ihr könnt sie einfach rufen ohne Tribut. Ziemlich guter Effekt, doch es geht noch weiter. Falls deine Erde-Kriegermonster kämpft, nach der Schadensberechnung, du kannst ein Erde-Kriegermonster von deinem Deck auf den Friedhof legen, außer ihn selber, dann erhalten alle Kriegsfelsmonster, die du derzeit kontrollierst, bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners 200 ATK. Auch hier wieder, es zählt bis zum Ende des gegnerischen Spielzugs, das heißt der 200 ATK-Boost hält länger an als eben nur euer Spielzug, was schon mal sehr, sehr cool ist. Zusätzlich könnt ihr eben ein Kriegermonster, um genau zu sein, ein Erde-Kriegermonster, in den Friedhof legen. Wofür das relevant ist, kommen wir später noch zu. Und das ist auf jeden Fall soweit der Effekt. Wichtig zu erwähnen ist hier wieder, du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Sehr wichtig. Doch warum sollte man eigentlich eigene Erde-Kriegermonster in den Friedhof legen? Da kommen wir zu dieser schönen Karte, denn sie hat folgenden Effekt. Erhält 100 ATK für jedes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Schon mal netter ATK-Boost. Während deiner Battle-Phase, in der deine Erdkriegermonster kämpfen, Quick-Effekt, sehr wichtig, das heißt, es geht auch in einem gegnerischen Spielzug, sehr gut auf jeden Fall. Du kannst ein Kriegermonster der Stufe 5 oder niedriger in dein Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Zusätzlich erhalten alle Kriegsfelsmonster, die du derzeit kontrollierst, bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners 200 ATK. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs mit Monstern der Stufe 5 oder niedriger nicht direkt angreifen. Hier ist sehr viel auf einmal und ja, natürlich ist es sehr praktisch, wenn man eben seine Monster in den Friedhof gelegt hat, denn so kann man es einfach mit dieser Karte eben spezial beschwören, also gute Kombination dieser beiden Karten.
Zusätzlich wichtig ist hier zu erwähnen, dass der ATK-Boost wieder bis zum Ende des gegnerischen Spielzugs zählt. Und ganz wichtig hier ist, wenn ihr diesen Effekt nutzt, ist es wichtig darauf zu achten, dass ihr eben geguckt habt, wie ihr angreift, denn leider können danach nicht mehr alle Monster direkt angreifen. Ebenfalls ist natürlich dieser Effekt once per turn. Kommen wir auch bei diesem Deckthema schon zu den letzten Monstern. Und das ist quasi das Monster, was ihr unbedingt rauskriegen wollt, denn es ist auf jeden Fall das stärkste. Und zwar diese schöne Karte. Sie hat folgenden Effekt. Während deiner Battle Phase, in der deine Erdkriegermonster kämpft, Schnelleffekt, sehr wichtig auch hier wieder, geht in gegnerischen Spielzug. Du kannst diesen Effekt aktivieren. Diese Karte kann diesen Spielzug direkt angreifen. Das geht natürlich nur in euren Spielzug. Zusätzlich erhalten alle Kriegsfeldmonster, die du derzeit kontrollierst, bis zu Ende des Spielzugs deines Gegners 200 ATK. Dieser Boost geht eben auch theoretisch im gegnerischen Spielzug. Außerdem hat er noch einen Effekt. Solange sich diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindet, sehr gut, weil man kann ihn ja theoretisch in den Friedhof legen, wenn dein Erdkriegermonster durch Kampf zerstört wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Wichtig hier wieder, jeder Effekt ist once per turn. Ja, und hier sieht man auch ganz klar die Synergie des Decks. Einfach und zwar, ihr könnt ihn eben in den Friedhof legen oder eben suchen. Und falls dann ein Monster von euch eben zerstört wird, könnt ihr ihn einfach spezial beschwören. Jedoch, falls der Gegner weiß, dass ihr den habt und sagt, na gut, ich zerstöre den nicht, sondern zerstöre es halt irgendwie durch einen Karteneffekt, dann triggern ja die Effekte von den Karten selber und können ebenfalls ein großes Monster aus dem Deck spezial beschwören. Ihr merkt also, ihr seid sehr gut abgesichert, sowohl für Kampf als auch für Zerstörung. Das waren jetzt alle Monster dieses Deckthemas. Jedoch haben wir auch noch Zauberkarten, und zwar diese Karte, Feuerprobe des Kriegsfelsens. Und ja, der Effekt ist folgender. Du kannst nur eine Feuerprobe des Kriegsfelsen kontrollieren. Ziemlich simpel schon mal. Wenn diese Karte aktiviert wird, lege 3 Zehnmarken drauf. Wenn dein Kriegsfelsmonster ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf seinen Friedhof legt, wichtig, auf den Friedhof legt, du kannst eine 10-Marke von dieser Karte entfernen und falls du dies tust, ziehe eine Karte. Also haben wir ganz offensichtlich hier eben einen Zieheffekt, der nicht ganz gut ist, denn wir haben ja oft mehrere Monster auf dem Feld und können so eben Monster durch Kampf zerstören. Sehr wichtig auch, dieser Zieheffekt ist nicht once per turn, das heißt, theoretisch könntet ihr sogar 3 Karten in einen Zug ziehen. Aber wichtig, falls die letzte C-Marke durch diesen Effekt entfernt wurde, lege diese Karte auf den Friedhof. Das ist natürlich sehr wichtig, nicht dass die einfach eben liegen bleibt. Und ja, ist eben eine sehr gute Karte, passend zu dem Deckthema und man kann eben damit leicht Karten ziehen. Kommen wir auch zur nächsten Zauberkarte und hierbei handelt es sich um eine Spielfeldzauberkarte. Sie hat folgenden Effekt. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst deiner Hand ein Kriegsfeldmonster von deinem Deck hinzufügen. Also können wir einfach uns ein beliebiges Monster suchen, was schon mal ziemlich gut ist für diese Karte. Dann weiter. Am Beginn der Battle Phase, falls du kein Monster kontrollierst oder alle Monster, die du kontrollierst, Kriegermonster sind, du kannst ein Kriegsfelsmonster mit einem unterschiedlichen Namen als die Karten, die du derzeit kontrollierst, als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Das heißt also, wir können noch mehr Monster eben beschwören, eben in unserer Battle Phase und dann eventuell noch mehr Monster im Kampf zerstören und so auch einfach mehr Karten ziehen, zum Beispiel durch Feuerprobe. Ziemlich guter Effekt und ist sehr gut. Aber es geht noch weiter. Falls dein Kriegermonster durch Kampf zerstört würde, kannst du stattdessen diese Karte auf den Friedhof legen. Ziemlich guter Zusatzeffekt. Du kannst nur einen Berg des Kriegsfelsen pro Spielzug aktivieren. Das ist hier leider die Bedingung. Wir können eben nur einen aktivieren. Das heißt, falls sie zerstört wird in euren Zug, könnt ihr eben nicht einfach noch einen aktivieren. Aber ich finde eine ziemlich gute Karte und sie passt sehr gut zu dem Deckthema, denn wir können suchen, zusätzlich können wir beschwören und des Weiteren können wir noch schützen, eben vor der Kampfzerstörung. Ziemlich gute Karte. Das waren jetzt bisher auf jeden Fall alle Felsenkriegerkarten. Jedoch gibt es noch eine Zauberkarte, die ziemlich gut zu diesem Deckthema passt und deswegen stelle ich sie ebenfalls vor. Es handelt sich um die Karte Verstärkung für die Armeetruppen. Und ja, der Effekt ist folgender. Wenn ein Angriff deklariert wird, an dem dein Kriegermonster beteiligt ist, du kannst ein Kriegermonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Und ja, hier haben wir einfach einen zusätzlichen Beschwörungseffekt, ebenfalls wieder hier eben in der Battle Phase, was ziemlich cool ist, weil das sehr gut zu dem Deckthema passt und ich denke, ist eine nette Ergänzung. So, das war das eine Deckthema. Wie ich bereits zu Beginn gesagt habe, gibt es eben 2 Deckthemen und kommen wir jetzt zum zweiten. Bei diesem muss ich jedoch sagen, dass es bisher ein sehr kleiner Typ ist. Das bedeutet, dass noch mehr Karten vielleicht in zukünftigen Sets dazu erscheinen können. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall zu diesem neuen Deckthema ebenfalls 2 Karten und die schauen wir uns jetzt erstmal an. Wir haben zunächst einmal dieses Monster. Und wie ihr bereits erkennen könnt, ist der Name dieses Deckthemas Materiaktor. Und ja, ist ein ziemlich komplizierter Name. Zunächst einmal, die Karte ist ein Drachenmonster und hat die Eigenschaft Finsternis, was schon mal ziemlich gut ist. Aber kommen wir jetzt zu dem Effekt. Du kannst eine Karte abwerfen.
Das hier sind die Kosten. Beschwöre ein normales Monster der Stufe 3 als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Das schon mal ziemlich gut. Oder falls du ein normales Monster abgeworfen hast, um diesen Effekt zu aktivieren, kannst du stattdessen ebenfalls ein themeneigenes Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Also schon mal eine sehr gute Kombination und man sieht hier gleich hier, wie das Deck funktioniert, denn es funktioniert ebenfalls mit dem eigenen Thema, aber auch mit normalen Monstern. Weiter geht's aber, denn der Effekt geht ja noch weiter. Du kannst diesen Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Du kannst keine Monster als Spezialbeschwörung von einem Extra-Deck beschwören, außer Exceed-Monster. Das bedeutet also, dieses Deckthema basiert eben auf normale Monster bzw. eben ihre eigenen Karten und vor allen Dingen auch Exceed-Monster. Und passend dazu zeige ich jetzt auch direkt die zweite Karte, denn, wen wundert's, es ist ein Exceed-Monster. Passend zur ersten Karte handelt es sich dabei um einen Rang 3 Exceed, was natürlich sehr passt, und es braucht als Materialien 2 plus Monster der Stufe 3. Das bedeutet, ihr könnt auch mehr als nur 2 Monster benutzen, aber eben mindestens 2. Sein Effekt ist folgender. Diese Karte erhält für jede Karte deiner Hand 500 ATK und Verteidigung. Schon mal ATK-Boost, schon mal sehr nett. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Once per turn ist auch ziemlich logisch. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, hänge ein themeneigenes Monster von deinem Deck als Material an diese Karte. Ja, wir haben bisher nur ein Monster, aber wie gesagt, vielleicht kommen da ja noch ein paar mehr dazu. Während der Main Phase oder Battle Phase deines Gegners Quick Effect, was schon mal ziemlich gut ist, du kannst der Hand eine Karte hinzufügen, die an diese Karte angehängt ist. Das bedeutet also, entweder ihr könnt direkt das Monster auf die Hand nehmen, was ihr eben durch seinen eigenen Effekt an ihn rangehangen habt, oder ihr nehmt einfach ein Monster, was ihr eben benutzt hat, um es zu beschwören. Zusätzlich erhält diese Karte 500 ATK und Verteidigungspunkte, denn dadurch bekommt ihr ja eine Karte mehr in der Hand. Und zu guter Letzt habe ich noch eine große Überraschung für euch, denn ich verlose ein Display des neuen Sets Blazing Vortex. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach nur einen Kommentar unten reinschreiben und schon nehmt ihr teil. Ich werde den Gewinner in 7 Tagen dann auslosen und dann eben auch bekannt geben. Also, wer mitmachen will, einen Kommentar schreiben. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über diese zwei neuen Deck-Themen geben. Falls ihr noch nicht alle Infos über Blazing Vortex habt, dann klickt einfach mal auf dieses Video oder schaut in der Infobox vorbei, denn dort sind mehr Infos zu diesem Set und ich wünsche euch viel Spaß beim Duellieren.